Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor kurzem war ich im Rahmen eines Gremiums der Großregion anwesend und habe dann auch die Gelegenheit gehabt, mit einem Bürgermeister aus dem Saarland zu reden. Und der Mann, der hat sich also beklagt, er wird am 31. Mai, wird er 68 Jahre alt und er möchte gern sein Amt noch weitermachen. Er ist auch mit einem sehr, sehr großen Stimmenvorsprung, also mit einem überwältigenden Vertrauensbeweis in sein Amt gewählt worden, hat seine Sache auch nach Ansicht vieler Bürger gut gemacht. Aber aufgrund der Gesetzeslage kann das nicht sein. Dann hat er noch vorgebracht beim Innenministerium, ich möchte gern noch an meinen Nachfolger oder an meine Nachfolgerin die Geschäfte weitergeben und diese Personen einarbeiten. Das geht aber deshalb nicht, weil er nicht weiß, wer sein Nachfolger ist oder seine Nachfolgerin, weil die Wahl ja am 26. Mai ist, also ein paar Tage vorher, und er insofern das auch nicht machen kann. Und dann hat er gebeten, ein paar Monate länger noch im Amt sein zu dürfen, um seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin dann noch einzuarbeiten. Das ist ihm aber auch verwehrt worden. Jetzt ist das eine Sache, die bei diesem Bürgermeister und bei diesem Gespräch jetzt zutage getreten ist, aber wenn man im Lande sich umhört, ist das ja öfter mal der Fall. Wir haben einige sehr angesehene Bürgermeister, die in die Jahre kommen und die auch gerne ihr Amt noch weitermachen würden. Und die Bevölkerung würde sie auch in dieses Amt hinein wählen. Also keine Angst, ich bin da nicht gemeint, ne? Und würden sie auch in dieses Amt wählen, aber es ist halt eben nicht möglich. So, und jetzt haben wir hier ja in der Landesregierung ein gutes Beispiel von dem Herrn Minister Bouillon. Der war ja auch ein Bürgermeister in St. Wendel und ist dort stets mit überragenden Ergebnissen gewählt worden. Dann ist aber 65 Jahre alt geworden und es ging nicht mehr. Man muss ja an dem Tag der Wahl, darf man nicht mehr als 65 sein. Und dann hat er Aufnahme gefunden in der Landesregierung. Und ich denke, er ist auch nicht der schlechteste Teil dieser Landesregierung. Er ist angesehen im Lande und er macht das jetzt schon einige Jahre. Und ich weiß es ja nicht, wie lange er das noch macht. Also da stellt sich mir die Frage, als Bürgermeister einer Mittelstadt oder einer Kleinstadt ist er nicht mehr in der Lage. Aber als Minister einer Landesregierung mit sehr viel mehr Verantwortung, da ist er noch in der Lage, das zu machen. Und das, denke ich, ist eine Schieflage in unserer Gesetzgebung. Und ich habe ja schon mal hier gesagt, wir kommen ja schon nicht von 1949, sondern von 1947. Da waren wir hier schon Staat und das war kein demokratischer Staat, wie viele meinen. Und deshalb sind wir auch eine Demokratie im Aufbau. Das heißt, es kann immer noch besser werden. Und diese Geschichte mit der Altersgrenze der Bürgermeister ist ja keine Sache, die in Stein gemeißelt ist. Die kann man also ändern. Und unsere Ansicht ist als AfD-Fraktion, dass das geändert werden sollte, dass man das dem Wähler überlassen sollte, ob man die Person jetzt noch will, ob die noch tauglich ist oder nicht, und nicht im Gesetz eine starre Grenze festsetzen, wie wir überhaupt gegen allzu starre Grenzen, insbesondere Altersgrenzen, sind, weil das ist auch ein Stück Diskriminierung, Altersdiskriminierung, und das muss nicht sein. Deshalb haben wir hier diese beiden Gesetzesänderungen eingebracht, und zwar Änderung des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes und Änderung des saarländischen Beamtengesetzes. Und dann noch eine von mir eine persönliche Bemerkung, was mir zu Altersgrenzen einfällt und was ich öfter schon beobachtet habe und warum sowas ist. Ich war ja auch schon Chef einer Behörde und habe auch schon Leute überzeugen müssen, vor der Altersgrenze in den Ruhestand vielleicht zu gehen, weil es gesundheitlich nicht mehr so geht oder auch aus anderen Gründen. Und das ist immer eine unangenehme Geschichte, jemandem zu sagen, lieber Freund, du hast deine Sache sehr gut gemacht, aber eigentlich bist du für diese Geschichte nicht mehr tauglich.
und wir brauchen dich nicht mehr. Fass doch den Entschluss und geh jetzt in den Ruhestand. Viel einfacher ist es, dass man ein Datum festsetzt und da gibt es keine Erklärung. Der Mann oder die Frau sind 65 und jetzt gehen sie. Auf Wiedersehen, Dankeschön für die Leistung. Und man hat selbst nichts einbringen müssen. Das ist eine unbequeme Sache, aber das ist eine wichtige Sache meiner Ansicht nach, dass man das, dass man den Mut auch aufbringt, in einer solchen Situation dann die entsprechenden Dinge zu machen und es nicht dem Gesetz überlässt, das dann rigoros mit einem bestimmten Datum hier Schluss macht. Das ist unser Beweggrund. Deshalb sind wir für die Änderung dieses Gesetzes. Dankeschön.